Das heißt, der Führer wird heute noch Clausewitz ausgeben. Berlin als Frontstadt. Da wird die Stadt nicht halten können. Berlin ist am Ende. Wenn der Führer hier bleibt, dann wird das ganze Reich mit ihm zusammen in den Abgrund gerissen. Das müssen wir ihm ausreden. Sprechen Sie doch einmal mit dem Hebel. Der Führer mag den Hebel, ist der einzige Diplomat, der noch Einfluss auf ihn hat. Hebel hat alles versucht. Glauben Sie mir, ist es sinnlos. Na, dann sprechen Sie doch einmal mit Ihrer Schwägerin. Warum nicht? Sie sind verheiratet mit der Schwester von Eva Braun. Das macht sie praktisch mit dem Führer verwandt. Da muss halt alles versucht werden. Berlin ist praktisch von den Russen eingekesselt. Sie sind ja noch jung. Sie werden bald fort. Wollen Sie in der Stadt umkommen? Bestimmt nicht. Sie sollten das nicht tun, Fräulein Braun. Er ist eh immer nur Kuchen, Kuchen, Kuchen. Mittags, nachmittags und nachts. Aber ich bitte Sie, jetzt sind Sie doch nicht so streng. Immerhin ist es doch sein Geburtstag. Da muss man ihm doch was geben zum Wohlfühlen. Er hat doch eh so wenig Freude. Ich glaube, ich bringe noch ein paar Flaschen nach oben. Es riecht geil im Auftrieb. Frau Junge, ich bin ja so froh, dass Sie in dieser schweren Zeit beim Führer sind. Er hält so große Stücke auf Sie. Ich bitte Sie, Fräulein Braun, was kann denn ich schon tun? Aufmuntern können Sie ihn. Von seinen Generälen hört er ja nur noch grauslige Sachen. Mit denen mag er schon garten, kann es ihm aber auch Angst und Bang werden. Jetzt schießen sie schon mitten in die Stadt rein mit ihrer Artillerie. Ich hoffe bloß, dass keine Granaten einschlagen während der Geburtstagsfeier. Wird schon nichts passieren. Aber unvorsichtig ist es trotzdem. Ach, Frau Jung, machen Sie es doch einfach wie die anderen und überlassen es alles dem Führer. Jetzt musst du aber auch mal was essen. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Die Gruppe Steinhain, versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Er ist kein Argumenten zugänglich. Das wissen Sie so gut wie ich. Irgendwas muss getan werden. Sie verrückt. Er will uns einfach rausschmeißen wie Rundstedt, wie Guderian. Ja, und? Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Soll der Eid uns darin hindern, selbstständig zu denken? Das sagen ausgerechnet Sie. Ein Opportunist. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte?